Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu GTA 5. Das ist irgendwie nicht ganz das, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Mir ist nämlich ein kleines Malheur passiert. Wir waren ja gerade dabei, Mikeys Auto zurück zu seinem Haus zu fahren. Und das habe ich auch getan, im Ansatz in der nächsten Folge, die ich eigentlich aufgenommen habe. Und habe dann nochmal zu Franklin rüber gewechselt und war dabei, ein Rennen zu fahren, beziehungsweise zu einem Rennen zu fahren. Und dann ist mir leider irgendwie alles abgekackt und die Videodatei war leider unrettbar. Und ja, ich wusste jetzt selber nicht, wo ich hier wieder rauskomme. Von daher, also weil das Spiel gleich mit abgekackt ist, so aus Solidarität. Und gut, jetzt stehen wir offenbar wieder in Mikeys Haus, das ist okay. Das heißt, es wird vermutlich nicht wahnsinnig viel passiert sein. So, die Frage ist, ich weiß gar nicht, habe ich jetzt Bock zu dem Rennen zu fahren? Oder möchte ich lieber Weird People treffen? Ich bin mir nicht sicher. Wir wechseln mal zu Franklin, wenn ich mich noch daran erinnern kann, auf welcher Taste das war. Das war es nicht. Das war die Kamera. Gott. Hier irgendwo war das, oder? Das war das Handy. Ah, da war's. So. Say again? How the fuck we get fired? Man, it was partly all that bullshit you pulled, and partly the repo's old man making me crash the car into the dealership. Ha! You the crazy ass motherfucker in this partnership. You better spend 'em while you got 'em. Yeah, if you say so. So, ich habe das Gefühl, wir brauchen ein Auto. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das will. Das bricht mir doch in alle Richtungen aus. Ich nehme mal das dahinter, das sieht auch ganz okay aus. Hey, Dude. Yo, Nigga. Okay. Ich muss hier drehen, ja? Das ist von höchster Wichtigkeit. Dann fahren wir jetzt nämlich einmal rüber zu Simeon. Kommen wir da hier durch? Können wir da hier so querfahren? Gott, ich und mein Orientierungssinn, ne? Trotz Minimap, einfach grausam. Okay, ich glaube, das war einfach nicht der cleverste Weg, aber es funktioniert irgendwie. So, ich steig nochmal aus. Zumindest ist hier irgendwo unsere neue Quest, angeblich. Ah, hier vorne, okay. Okay. Of course I say that poor boy is lying. But you know what, it's getting to be a bit much. I have no idea how you cope. Of course I cope. I'm a woman. Ain't that the truth? But girl, I done done all that I can do. But you know how boys are. Wait a minute. Oh, girl. Whew, hey, how much further? We ain't even gone 5 yards yet. Okay. I know, I'm just asking. This is spirit walking. Exercises body and soul. It's all the rage. We are women we are free. Bringing an end to patriarchy. We are women. Here we are free. We are women. Here I shout. We are women. Damn. F, is that your auntie? Yeah, thank God I missed her crazy ass. She's spirit walking this shit now, man. That's just her attempts to... Hey, don't be talking shit about your auntie, man. She got... I mean, she cool as a motherfucker, man. Come on. Come with. We gotta go pick up some shit from around the corner, man. We can walk and talk at the same time, my nigga. Why the fuck we can't drive? Around the block with Chop? You need to walk with your fat ass. Yeah, okay, you tall, linky son of a bitch. Come on, homie, we ain't got all day. Let's go. For sure, but what you got up? Kidnapping, fool. That clown D. That OG fool from Ballers. Dog, I told you, no more gangbanging retro vengeance bullshit. I'm trying to make some fucking paper. You gonna make some paper, low? And ain't nobody out here gangbanging. It just look like that. You gotta know the difference, man.
Fuck, man, great. My aunt would be very happy, homie. She wants me dead anyway, so she can get the fucking house. Ach ja, das ist doch schon wieder hier eine totale Scheißidee. Steig in den Lieferwagen, okay. Das war eigentlich irgendwie überhaupt nicht die Mission, wo ich hin wollte. Eigentlich wollte ich wieder zum Rennen fahren, aber keine Ahnung, was damit passiert ist. Gucken wir mal. Finden wir vielleicht noch irgendwo. Go up Vinewood Boulevard. Ups. Oh Gott, hängt das Ding jetzt wirklich da fest? Das ist doch nicht wahr. Your annoying ass. Man, I'm carrying both of y'all asses, homie. Look what I set up. Man, fuck this, man. You seen Tanisha? She's straight. It's me and you that ain't straight, though, homie. Dog, I know, homie. But look, I met this contact, this white dude. Real serious dude, man. This motherfucker knows. Watch out, man. This motherfucker knows. Ah, watch out, man. I know he'll be a good hookup for us. We don't need no hookup, fool. I know these streets. You. Know these streets. Man, all you know is dime bag hustling, credit card stealing, boosting gas tankers on me. Come on, man. What you trying to be some fucking commodity trader or something? Fool, that shit went up, man. Look, homie, I don't mind dying, you feel me? But I just want to die over something that matters, homie. That's what foreign gangsters should really be about. And I know this much, the motherfucking OGs ain't even giving a fuck about us, though. Man, fuck the OGs, then. You know what I'm saying? This ain't no holy shit, wo fahren wir denn hin? Scheme. Hi. Alter. Versucht hier so ein Kleinwagen mich abzudrängen? Ich glaube, es hackt. No, just starting another beef with the fucking ballers, nigga. That's class A felony bullshit. We gonna keep our disguise on. Ain't nobody gotta know it was us. Yeah, whatever, homie. We'll see about that. So, dann sind wir tatsächlich gleich mal da. Oh, das war die falsche Taste. Aber irgendwie doch funktioniert. Eigentlich wollte ich bremsen. Ups. Aber warum habe ich denn jetzt Bullen am Hals? Das ist doch nicht wahr. Vor allem mit dem scheiß Lieferwagen. Fuck that. Fahren wir halt erstmal wieder in die Pampa. Ist schon okay. An dieser Stelle musste ich den Spielsound leider ausblenden, weil sich die allseits geliebte GEMA dazu entschieden hat, das Video in Deutschland zu sperren. Was soll ich dazu sagen? Und bevor die Folge halt komplett in den Müll wandert, habe ich gedacht, schneide ich halt lieber so für 45 Sekunden den Ton raus und rege mich ein bisschen auf. Prinzipiell erzähle ich in der Zeit aber auch gar nicht viel. Eigentlich rege ich mich nur auf, dass auch irgendwo auf dem komischen Feldweg die Polizei rumsteht und das war's letztendlich auch schon. Also von daher alles halb so wild und wir machen einfach gleich direkt weiter. Hätte vielleicht nicht so viele Leute überfahren sollen. Aber das kommt davon, wenn man aus Versehen Gas statt Bremse drückt. Gut, dass wir sowas bislang nur in GTA passiert. Jetzt wäre ich meinen Führerschein wahrscheinlich schon dreimal los. Ach ja, roll mal nicht rum. Ja, ja, bla bla bla. So, wo darf ich denn? Ah, da vorne, okay. What's up, boo? Ain't you little Laida's cousin? Yeah. Damn, you short witty. I was just saying, I was trying to holler at you. You ain't hollering at nothing over here. Why has it gotta be like that? I'm an OG. And OG, so what? So the fuck what, nigga? It's a million OGs. Well, shit, how about I put one of these little X pills up your ass crack? Next thing you know, you're gonna be begging for it, boo. That's boo. Disgusting. What's happening now, D man? Ain't no fun if the gangsters can't have none. Man, fuck you, Mark. I ain't sharing no ass with the CGS. Ain't nobody sharing nothing. Man, shut the hell up, fuck bitch. Fuck you, nigga. Man, fuck y'all. Hey, ain't there a law against you mark-ass gangsters insignia mask-wearing motherfuckers? Oh, so what's up now, nigga? You snitching or something, oh, nigga? Oh, shit. Bitch-ass nigga. Fuck you, nigga. I'm out of here. Fuck y'all, bitch. Come on, let's go. Go, go, get in the van. War irgendwie klar, dass sowas passiert, oder? Aber... He on a bike, man. We ain't gonna catch him.
Just drive, fool. It's gonna get bumpy, Chop. He leaving us behind, fool. Alter, ich gebe ja schon Gas. Okay. You seen that bitch back there? She a dog. I'm all over that. And she probably the same. Like I said, they block. Flock your mind on this shit right here for a minute. You worse than Chop. Come on, homie, concentrate on the road. Was mach ich denn hier? Get on it. We in a van, nigga. This motherfucker slow. Alter, wie gut, dass die Karre dann auch einfach mal beschließt, nicht zu lenken. Alter. Man, look at this shit, dog. We chasing another motherfucker on a motorcycle. If we snatching this dude, we snatching his ass right. Remember the homies around the block? Man, the homies is lame. Yeah, so we not. Cops on their cell phone, soon as they auch irgendwo auch mal, glaube ich, nochmal eine Info zur Steuerung, wo die Handbremse ist. Alter, ein Minivan bricht aus, wollte mich verarschen. No, we are not losing him. We're all good. Gott. Damn, he got fucked up. Man, take time, go get that fool. Nigga, you just sitting your ass there with your feet kicked up. Come on, Chop. Come on, go bite his ass. Get that motherfucker, Chop. Get it. Ach, der Assi läuft weiter, okay. Ich dachte, den hätt's mit umgehauen. Ach Gott. Wir müssen echt mehr trainieren. Wir sind einfach zu langsam. Ich wollte doch nur klettern. Oh, ich muss gar nicht klettern. Hallo? Kannst du... So. Gott, das dauert ewig. Ich bin viel zu langsam. Jetzt kletter darüber. Ist einmal nicht so anstrengend. Ernsthaft? Wait, really? Wait. So. Ach so, ich kann ihn nicht steuern, ich kann mir das nur angucken. Okay, das war ja jetzt richtig sinnvoll, dass ich da gewechselt habe. Er durchsuche den Güterwagen. Alright. There you go. Your ass caught. Why ain't Lamar searching this shit? You got a whiff of him, Chop? Okay, hier ist er offenbar nicht. Dann wird er wohl im anderen sein. You smell that motherfucker, boy? Ich bin ja mal gespannt. Der haut uns doch jetzt garantiert gleich voll auf die Fresse. Ich meine, das ist halt so, er kann halt locker hinter der Tür warten. Okay. Das wollte ich schon immer aus der Ego-Perspektive sehen.
Ich schalte mal wieder um. This ain't time for humping, Chop. Come on, man. Come on, you horny little motherfucker. You need boot camp or some shit. Chops Benehmen kannst du verbessern, indem du die iFruit-App für dein persönliches Smartphone und Tablet herunterlädst. Du kannst Chop darauf abrichten, dir im ganzen Spiel zu helfen. Besuche. Ja, und wenn ich ein Smartphone oder ein Tablet hätte, würde ich das vielleicht sogar tun. Ja, Alter. Ah, der Hund. Ey, unfassbar. Erst läuft er weg, dann steht er im Weg. Stop running, dog. You scared of dogs, nigga? Oh, shit! Screw that dog, man! Don't hump him. Bite his ass, Chop. Finally. Hat ja auch gar nicht lange gedauert. Fuck you, son of a bitch! That bitch just fucking bit me, man! Shut the fuck up. Hey, man, get over here! Oh, shit! What the fuck, man? I ain't got no beef with the CGF! Cause maybe we doing our own thing. What the fuck, man? What the fuck are you saying, Paul? Shit! Hey, Lamar Davis, is that you, nigga? Nigga, shut the fuck up! Just get in! Yeah, that's you, nigga! Fucking idiot! Shit. I said I had no beef, man! Shut the fuck hey, up. Man, what the fuck? Watch you, boy. Get this fucking dog away from me! Come on! Fuck! Hey, if you don't train Chop, he gonna be a lost cause like you, dog. We gonna stash this dude in my spot. Okay, ich hab noch nicht so richtig den Plan, was das hier alles werden soll, und ich halte das irgendwie. Naja. Shut up, man. You ain't recognize me. I knew it was you before you took that flag off. You always been dumb, Lamar. Really? Well, I guess that means we gonna have to shoot your ass when we pick up our 40 stacks. You ain't gonna pick up shit. Fans gonna be on you before you can even move, nigga. Be quiet, I gotta make a call. Ah, wir sollten einfach nichts mit Lamar machen, der ist leider einfach scheiße blöd. You calling them on a cell phone, you dumb motherfucker? They gonna trace this shit in a sec. We want 40,000. Pay me or pay the funeral director, motherfucker. What the fuck you done done? You just gave them our location. Now we gotta let this motherfucker out of here. So, irgendwo hier oder kriege ich noch eine Markierung? Oder muss ich den jetzt einfach. Halt den Lieferwagen an, okay. Okay, hä? Ich glaube, mir ist irgendein Teil des Dialogs entgangen. Was zur Hölle machen wir hier? What the fuck is wrong with you, nigga? That was a good phone. A good phone? The cops was all over, nigga. I could have swallowed my card trying to triangulate that. It's too late. Shit's done. At least I saved you the indignity of pulling apart your shit. Nigga, I ain't afraid to get my hands dirty, old precious motherfucker. All right, motherfucker. You the motherfucker. You better watch out for them ballers. They gonna be on you now. The cops gonna be on your ass too. Yeah, I ain't worried about it. I'm a motherfucking gangster. You know how I do. I can take care of my sizzle. No, the fuck you kids ain't. Okay. Das war weird. Aber okay. Whatsoever. So, was sagt denn unsere Map eigentlich? Fremde und Freaks, da ist Michael. Also, Moment. Warum ist das grün? Sollte die Aufgabe nicht eigentlich blau sein, wenn es was mit Michael zu tun hat? Oder steht da Michael? Nee, der stand doch eigentlich auch ganz woanders, oder? Aber offensichtlich ist es Michael. Wenn da Michael dran steht, wird auch Michael drin sein. Ich bin fest davon überzeugt. Wenn wir schon mal an unserer Drecksbude sind. Mehr oder minder. Dann holen wir uns auch gleich mal eine vernünftige Karre.
Und ich würde einfach mal ganz gern dieses Rennen machen. Das ist so, ich finde es nur nicht wieder. So, einmal aussteigen bitte. Was will denn Simi denn jetzt? Hey, look, man. Look, you were like a son to me. Employee of the month. Does that mean nothing to you? Man, the dude had a gun in my head. No loyalty, no integrity. You should have taken the bullet. My business, my totally legitimate business. You are fucked, my boy. Fucked. Okay, irgendwie habe ich das Gefühl, Simeon mag uns nicht mehr. Aber gar nicht erklären. Nee, ich will nicht in die Garage, danke. Ich möchte gern gegen den Baum fahren, das war so beabsichtigt. Alter. Fahren ist auch nicht so einfach. So, wo gehen wir denn mal als nächstes hin? Ich glaube, ja. Ich glaube, wir gucken einfach mal nach hier. Das ist, glaube ich, auch so ein Gebiet von der Stadt, wo wir noch nicht waren. Das halte ich für eine sehr gute Idee. Das heißt, wir sehen uns da wieder. Erstmal vielen Dank fürs Zugucken. Angenehmen Tag noch und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.